Im Facility Management geht es darum, dass man den Prozess möglichst optimal unterstützen in einem Unternehmen. Und es geht darum, dass das Kerngeschäft unterstützt wird. Das Facility Management ist sehr breit tätig, an sehr vielen verschiedenen Aspekten beteiligt. Und es betrifft eine sehr grosse Vielzahl von verschiedenen Organisationen und Unternehmen, wo das Facility Management tätig ist. Bei der Inbetriebnahme eines Gebäudes startet man mit Werkeinstellungen. Und während der ersten 1-2 Jahre braucht es eine Einregulierung auf den Betrieb. Das ist abhängig von der Nutzung. Das ist abhängig auch von den Nutzern, die sich in diesem Gebäude aufhalten. Und man kann meistens nach 1-2 Jahren eine Optimierung vornehmen oder Einstellungen von den technischen Anlagen des Gebäudes. Das kommt nicht nur dem Facility Management und den Betriebskosten zugute, das kommt eben auch den Nutzern zugute, sodass man eben auch eine optimale Arbeitsumgebung hat mit der Temperatureinstellung, mit der Feuchtigkeit der Luft, Tageslichteinstrahlung. Und in den meisten Fällen zeigt sich, dass die Nutzerzufriedenheit hat gesteigert werden durch die Betriebsoptimierungen. Wir haben zum Beispiel das Thema nachhaltiger Immobilienbetrieb. Dort ist es das Ziel, dass möglichst ein nachhaltiger Immobilienbetrieb hergestellt wird. Wir haben dort ein Projekt gemacht mit Betriebsoptimierungen und haben während 2 Jahren ein Monitoring gemacht von dem Gebäude, wo wir schlussendlich das Ergebnis hatten, dass wir rund 30% der Energie noch optimieren können durch eine andere Einstellung der Technik. Das Ziel unseres Projekts ist, dass wir die Ressourcen optimal nutzen und dass wir auch einen schonenden Umgang haben mit den verschiedenen Ressourcen. Das sind sehr verschiedene Ressourcen. Das ist sicher natürlich die Energieeffizienz, die man ständig möchte auch optimieren möchte. Das sind aber auch sämtliche Warenflüsse, die vorhanden sind, von Esswaren bis zum Mitarbeiter. Und in diesem Zusammenhang ist es eben auch wichtig, dass es gesunde Arbeitsräume gibt. Die Projekte dienen auch als Best Practice Beispiel für weitere Unternehmen, die möchten eine Optimierung von ihrem Gebäudebetrieb oder von ihrem Betriebsprozess vornehmen.